Drama Baby, der Model-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Drama Baby mit Marco Sinervo. Marco, du leitest hier in Hamburg die Modelagentur MGM und bist nebenbei auch noch Autor, Buchautor. Vor kurzem ist dein Buch erschienen, Fame vs. Fake, wie das Geschäft von Models und Influencern wirklich läuft. Und ja, ich bin gespannt, was du uns heute aus der Praxis erzählst. Du hast da schon jahrzehntelang Erfahrung. Und heute soll unsere Folge auch um das Thema Alter kreisen, was ja ein sehr wichtiges Thema im Model-Business ist. Und in deinem Buch hast du auch Seiten beschrieben, die für die Öffentlichkeit vielleicht nicht direkt zugänglich sind oder die vielleicht nicht immer so sichtbar sind. Und da bin ich gespannt, was du uns da heute erzählst. Neben Marco sitzt Susanne ja. Böhm. Susanne ist bei Marco in der Agentur als Model tätig, als Best-Ager-Model. Da erfahren wir auch gleich, was das bedeutet und wie das dazu gekommen ist. Vielleicht magst du uns als erstes erzählen, Susanne, wie kam es überhaupt dazu, dass du modelst und ja, wie hat dein Weg dich dorthin geführt? Das ist eine gute Frage, wie mein Weg sich da hingeführt hat, wie mein Weg sich da hingeführt hat. Also ich bin 1991, 92 bin ich zum Miss Germany, nee, erst Miss Hamburg angetreten, dann bin ich Miss Hamburg geworden und dann Vize-Miss Germany. Ja, und da bin ich da so rein und war mit einem Mann verheiratet, der war auch prominent. Und ja, und der hat mich da so ein bisschen da in die Wege geleitet. Das war der Schlagersänger Werner Böhm. Genau, und wie alt warst du? Ich war damals 20. Und wie alt bist du jetzt? 53. 53. Ja. Und also du bist da zur Misswahl angetreten. Ich meine, das macht man ja auch nicht einfach so. Nee, das machst du auch nur, wenn du jung bist. Ne? Mhm. Ich war damals auch noch naiv und habe das auch noch so, wie heute die Mädchen das halt auch sehen, ne? Wie das Model-Business halt sein soll. Aber es ist ja ganz anders. Und aber es war eine Erfahrung damals. Ich muss einmal leider pusten, sorry. Okay. Das heißt, seit den Misswahlen modelst du auch? Ja, ich habe da mal ausgesetzt. Ich war dann viel mit meinem Mann unterwegs. Und dann war ich 2001, habe ich dann noch ein Playboy-Shooting gemacht. Mhm. Das macht man ja auch nur einmal im Leben. Und Ist das so? Macht man das nur einmal? Ich denke ja. Ne? Es gibt ja einige, die machen das ein paar Mal, aber ich finde, einmal reicht. Mhm. Und ja, aber das war jetzt nicht so, dass mich das da jetzt so in dieses Model-Business eingeleitet hat, sondern mehr, ich habe mich also bei den Agenturen beworben, habe Fotos gemacht und das war auch ganz wichtig, dass man auch ein gutes Buch hat. Ja, das heißt, das war auch schon dein Ziel, Model zu bleiben oder zu werden. Also du bist da durch diese Misswahlen auf den Geschmack gekommen. Genau. Ich wollte mein Geld verdienen und habe wirklich schöne Sachen gemacht, egal ob im Commercial-Bereich, Fashion, Werbung und Kosmetik. Schöne Sachen, ja. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, du meintest, du wärst da vielleicht so ein bisschen naiv gewesen. Da gab es dann wahrscheinlich auch Hürden, die es auch überall gibt. Irgendwie. Absolut. Was würdest du da so als größte Hürde beschreiben? Also das Business hat ja Höhen und Tiefen, ne? Es ist ja nicht so, dass es immer so nach oben geht, sondern es geht ja immer nach unten. So, und die jungen Mädchen, die denken, da mache ich mal schnell ein paar Fotos und stelle ich mich Agenturen vor und dann geht das los. Nee, das geht nicht gleich los. Da muss man dann zum Kunden auch gehen. Früher sind wir ja zu Castings gegangen, ne, mit unserem Buch. Aber heute, da gucken die Kunden auf die Website, ne, gucken sich die Karte an, die Online-Karte, und dann wirst du angefragt oder nicht. Mhm. Und dann ist es ja auch noch nicht so, dass du den Job hast, sondern dann hast du erst mal eine Option, musst du erst mal deine Tage freistellen und dann irgendwann ein paar Tage sagt dann der Kunde, ja, die nehmen wir oder nehmen wir nicht, ne? Mhm. Dann nehmen wir lieber eine Blonde oder, ja. Meistens ist es auch eine Typgeschichte. Es hat nicht immer was mit Schönheit zu tun. Mhm. Weil früher, da habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn eine Absage kam, stimmt irgendwas mit deiner Nase nicht oder ist irgendwas, bist du zu dick. Ne?
Also muss man dann auch vorsichtig sein, wenn man so jung ist, dass man das nicht persönlich nimmt. Und Marco, vielleicht kannst du uns mal erzählen, ich meine, das ist ja nicht gewöhnlich, du hast es auch in deinem Buch geschrieben, eine Modelkarriere ist ja meist begrenzt bei vielen oder bei den meisten sozusagen. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wann beginnt man denn zu modeln und wie lange modelt man normalerweise, also mit 53, das ist ja jetzt schon eine Besonderheit. Naja, ich meine, wir altern ja auch unterschiedlich und nicht jeder ist dann noch mit 53 so attraktiv und so hübsch, wie Susanne das ist. Ich denke mal, das ist irgendwo zwischen 30, 35 ist dann auch Ende für die normalen, in Anführungsstrichen, Models. Und man fängt an vielleicht mit 14, 15, 16. Ich denke, da hat man auch so den Hauptpeak in der Karriere, wo man am meisten macht, wo man die größten Sachen auch international macht. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, bestätigen die Regel, auch Leute, die ab 40 oder auch ab 45 vielleicht ziemlich groß durchstarten. Das ist alles so eine Typfrage und auch, was der Markt gerade verlangt. Momentan sind auch die Weißhaarigen angesagt. Ja, genau. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ab wann, vielleicht kannst du uns auch mal erklären, Best Ager, das sagt man immer so leicht. Was bedeutet das eigentlich? Also ab wann ist man ein Best Ager Model und auch, was ist denn gerade gefragt? Also wir kriegen das ja mit, es ist immer mehr Body Positivity und natürlich Altern. Also ist das wirklich so? Spiegelt sich das auch im Markt wieder? Das ist jetzt ein Trend. Ne? Man muss das immer vernünftig einordnen, weil sonst ganz, ganz viele Leute jetzt sagen, oh, ich kann ja Best Ager Model werden. Ich bin jetzt 50 und ich kann das ja jetzt auch dann nochmal probieren. Das kann man in ganz, ganz seltenen Fällen sicherlich, wenn man auch so aussieht und die Vorgaben erfüllt, aber in der Regel eigentlich doch eher nicht. Ich glaube, Susanne hat ja jetzt auch viel Erfahrung auch vorher gesammelt, sieht eben noch toll aus. Ist sehr, sehr fotogen und entspricht auch dem Typ, der jetzt gefragt ist. Ne? Das funktioniert natürlich gut, aber es funktioniert auch nicht alles, nur weil jetzt jemand silberne Haare hat oder graue Haare hat, wird er jetzt nicht gleich morgen Topmodel. Ne? Also ich meine, der Trend ist da im Moment, das bedeutet irgendwie, steh zu dir selber, steh zu den Veränderungen, die dein Körper durch das Alter natürlich auch hervorruft. Ja. Und das ist so ein ganz natürlicher eigentlich Trend, der jetzt gerade vorherrscht, der aber dann auch schon wieder abgelöst wird durch die nächste Situation. Ne? Ich meine, wir haben ja nun auch schon ein paar Sachen erlebt und verschiedene Trends auch miterlebt. Und auch dieser Trend wird irgendwann Ende haben. Und was würdest du sagen? Also Susanne, du hast gerade gesagt, du wartest dann auch manchmal, ne? Ob du jetzt diesen Job tatsächlich bekommst. Ja, muss man ja. Ne? Ja, ist halt so. Und wie ist das mit den Maßen? Und also spielt das da noch genau die gleiche Rolle wie bei den jüngeren Models? Oder nicht mehr so, glaube ich. Nee. Naja, also ich meine, das ist auch auch kundenspezifisch, ne? Also ich meine, es gibt ja Best Ager, die international auch noch funktionieren und arbeiten. Ich denke, Susanne kann das auch und ist das auch. Aber es gibt natürlich auch Leute, die jetzt für Werbeproduktionen arbeiten. Da ist das natürlich nicht mehr wichtig. Ne? Nur ich finde, die Maße müssen natürlich vielleicht jetzt nicht ganz so wie bei einer 18-, 19-Jährigen sein, aber ich denke schon, ich meine, Susanne, du hast ja auch eine 36, wenn du für viele internationale Kunden auch arbeiten möchtest, dann solltest du die Maße auch schon noch behalten. Ja, also grundsätzlich war für mich immer Sport immer wichtig, meinen Körper immer fit zu halten und auch die Figur zu halten, das war immer wichtig für mich. Genau, und ich mache seit 28 Jahren Sport, also sonst würde ich jetzt auch nicht mehr so aussehen. Wie meinst uns, du das? Ja, bei uns ist das schon die Veranlagung, dass von meiner Mutter, von meiner Oma her, ne, dass wir ein bisschen ja, korpulenter sind. Und? Aber wenn ich nicht auf die Ernährung achten würde und keinen Sport machen würde und so, dann würde ich, glaube ich, auch auseinandergehen. Gerade was Marco auch gesagt hat, ab einem gewissen Alter muss man schon drauf achten, ne? Weil das geht dann schon, so ab 40 geht es dann los. Ja, hast du das gemerkt bei dir, dass sich da Veränderungen ergeben haben? Ja, ich mache natürlich durch den Sport, merke ich das jetzt nicht so, aber wenn ich mal so ein, zwei Wochen keinen Sport mache, dann merke ich schon, dass die Muskulatur dann ein bisschen abbaut. Und hast du auch bei deinem Karriereverlauf gemerkt, als du dann älter geworden bist, dass du vielleicht dann weniger gebucht worden bist oder hast du das eigentlich nie gemerkt? Nö, das eigentlich nicht. Nee. Das eigentlich nicht, nö. Und würdest du also sagen, also zum einen Sport, aber tust du auch tatsächlich was, um dich ja jung zu halten oder lässt du dich schon altern auch? Also möchtest du eher das Alter aufhalten oder sagst du nee? Ich würde sagen, ich möchte gerne schön alt werden.
Also ich möchte jetzt nicht krampfhaft jung aussehen, aber ich möchte schon schön alt aussehen. Mhm. Also ja. Und hast du es auch bei Kolleginnen oder Kollegen, merkst du da irgendwie einen anderen Umgang mit dem Alter oder ist das bei allen? Ja, es gibt so ein paar, die stehen voll dazu. Da ist es echt egal, wie viele Falten im Gesicht. Ich finde das toll, wenn man dazu steht. Aber ich fühle mich momentan noch fit und da möchte ich auch so ausstrahlen, dementsprechend, ja. Mhm. Und wenn ich auch mal so nochmal auf deinen Karriereverlauf zu sprechen komme, Marco, du wirst uns da auch gleich was zu sagen können, aber du hast ja auch ein Kind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast mal ausgesetzt zwischendurch. Mhm. Zum einen hat das ja auch einen Einfluss auf deinen Körper. Absolut. Und auch aufs Älterwerden. Ja. Also die einen sagen vielleicht, oh, Kinder stressen mich und sehen vielleicht dann 10 Jahre älter aus. Die anderen sagen, nee, das hält mich total jung. Wie war das bei dir? Also war das eine Herausforderung, ein Kind zu bekommen und auch mit dem Karriereweg, der doch dann unterbrochen wird? Wie bist du damit umgegangen? Das war schon ein Riesenlebensabschnitt, absolut. Weil dein Leben stellt sich ja von heute auf morgen um. Und ich bin dann, aber ich habe es trotzdem irgendwie versucht, ich habe dann Laufband mir gekauft und habe dann die Babyschale daneben gestellt oder bin draußen im Kinderwagen gejoggt. Also irgendwie habe ich immer versucht, mich zu bewegen. Ganz kriegt man das nicht hin, das ist klar, ne? Weil das Kind steht an erster Stelle. Aber das ist schon ein Riesenschritt, ne? Mhm. Da wird man auch nicht vorbereitet von der Hebamme oder von der Ärztin, was das mit einem macht. Auch, du meinst jetzt vom Gemüt oder auch vom Körper? Ja, das ganze Leben, egal ob die Partnerschaft, da stellt sich ja alles um. Ne? Mhm. Plötzlich ist ein kleiner Wurm und da fixiert man sich, da ist der Fokus drauf. Ja, und bei dir war das ja jetzt ganz besonders, dein Mann Werner Böhm, der war ja auch wahrscheinlich viel unterwegs und hatte da auch seine Termine und du dann noch mit dem Modeln und mit dem Kind. Natürlich. Wie war das? Er war natürlich auch wesentlich älter und das darf man nicht vergessen, ne? Mhm. Man 28 Jahre. Und der hat mich auch oft alleine gelassen. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass er auch mal gerne einen getrunken hat und hat sich mit dem getroffen und hier. Ne, er war ein sehr geselliger Mensch. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass ich den Jungen alleine großgezogen habe, ja. Mhm. Und wie war das mit dem Modeln? Daran hast du immer festgehalten. Also, ja, was halt nicht ging, das ging nicht. Ne? Wenn jetzt hier, wenn der Kleine krank war und ich hatte einen Job oder so oder dann eine Anfrage, bis ich kann nicht, ne? Das geht nicht. Mhm. Weil meine Eltern sind auch nicht in der Nähe, die wohnen in Fulda. Und da musste man dann halt dann auch absagen. Ne? Mhm. Das heißt, du hast auch die ganze Zeit hier in Hamburg gelebt? Ich habe in Hamburg gelebt, ja. Mhm. Und Marco, du bist selbst auch Vater von 4 Kindern. Mhm. Du verstehst das, was es bedeutet, Kinder zu haben, was Kinder für einen Einfluss auf den Lebensverlauf haben. Was würdest du denn sagen, wenn da jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt ein Kind bekommen? Was hat das für einen Einfluss auf die Modelkarriere? Naja, ich denke mal, ein Kind bekommt man ja jetzt auch nicht unbedingt heutzutage mehr mit 24, sondern das kriegst du ja auch dann meistens so mit 30. Und ich glaube, dann weißt du ja auch, wer du bist und wo du stehst im Leben und auch wie deine berufliche Situation und auch die beruflichen Ausblicke sind. Ich glaube, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ne? Ich denke mal, wenn man weiterhin modeln möchte, dann muss man sich eben darauf einstellen, dass man eine gewisse Weile aussetzt und natürlich sehr viel an sich arbeiten muss dann später. Aber das musst du auch im normalen Job, wenn Frauen wieder in einen normalen Bürojob gehen, müssen sie das ja auch gewährleisten. Und wenn du jetzt daran denkst und auf so manche Verläufe schaust von Models, die jetzt Kinder bekommen haben, ist es bei den meisten dann so, dass dann auch tatsächlich die Karriere damit beendet ist? Oder wie ist das in der Praxis? Also bei vielen war es schon dann so, dass die Karriere zu Ende war. Ja, so, das muss man sagen, weil die auch das teilweise zu sehr unglücklichen Zeiten gerade bekommen haben, wo die jetzt gerade wirklich viel international unterwegs waren und auch gerade am Durchstarten waren und das ging dann alles nachher nicht mehr. Sowas kann man ja auch nicht planen, denke ich mal. Du kannst es natürlich beeinflussen, nur wenn irgendwo dann der Wunsch da ist und es passiert, dann möchtest du ja auch nicht abtreiben deines Jobs wegen. Und insofern habe ich das auch immer nachvollziehen können. Aber bei einigen war das schon ein Karrierekiller, das kann ich ganz ehrlich auch sagen. Mhm. Und hast du es auch gemerkt, dass das bei dir einen Einfluss hatte auf deine Jobs? Ja, schon am Anfang. Ne? Man ist erstmal absolut Mutti. Ne? Und so schon. Hm.
anders. Und das dauert, ich würde sagen, es dauert so ein Jahr, bis man dann wieder so richtig drin ist. Ne? Ja. Bis man das Kind dann so überall auch mitnehmen kann und hat es dann auch so verinnerlicht. Und wie alt warst du, als du dein Kind bekommen hast? Ja, ich war schon eine ältere Mama, 37 Jahre. Mhm. Und das heißt, also du hast gerade gesagt, man kann es beeinflussen, aber nicht planen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, also wenn möglich, dann schon erst ja, gegen Mitte 30, wie ich das jetzt so raushöre, oder? Naja, ich meine, also ich bin absolut, ich habe ja nichts gegen Kinder und ich finde das ja einfach nur toll und würde das immer befürworten. Nur wenn jemand wirklich gerade in der Situation ist, dass er international durchstartet und überall auf der Welt arbeiten kann und gefragt ist, da muss ich mir natürlich überlegen, okay, jetzt habe ich diese hohe Nachfrage, ob ich jetzt ein Kind kriege und dann kann ich dann nicht mehr rausfliegen. Da muss mir einfach auch bewusst sein, dass ich damit natürlich meine Karriere zerstöre, das ist klar, ne? Oder zumindest sie in eine andere Richtung beeinflusse. Oder du hast dann halt schon so eine große Karriere gemacht, zum Beispiel wie Heidi Klum oder ja, Giselle Bündchen, ne? Die dann ihre Kinder bekommen haben, dann machen die ein halbes Jahr Pause und dann fangen die wieder an. Ja. Und die haben natürlich auch ihre Nannies zu Hause, ne? Oder Großeltern, und die dann auf die Kinder aufpassen, dann geht das alles. Der Zeitpunkt ist wichtig. Ja. Ne? Und das muss man selber für sich entscheiden, oder das wird dann mir das Management oder die Agentur auch nahelegen, was da richtig oder falsch ist. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal auf die Best-Ager-Thematik zurückkommen. Susanne, wie findest du das denn so, als Best-Agerin betitelt zu werden? Also ich kann ja mit dem Namen nicht so viel anfangen. Nee. Best-Ager, was ist schon das beste Alter? Ja, ich glaube, man hat immer ein schönes Alter. Ne? Mhm. Ja, ich weiß nicht. Das heißt, du fühlst dich damit jetzt nicht. Nee, ich habe manchmal eher das Kategorie. Problem, dass die Kunden sagen, oh, die sieht dann zu jung aus. Wirklich? Ja, das hatte ich oft. Und wofür, was sind so die Kampagnen, für die du normalerweise vor der Kamera stehst? Ich hatte 2016 so eine größere Kosmetikgeschichte für Merz. Oder es sind Commercial-Geschichten, wo sie dann irgendwie eine Mutter haben wollen und dann sagen sie, nee, die sieht doch viel zu jung aus. Und ja, ich meine, es ist für mich ein Kompliment, aber für einen Job ist es halt nicht so gut, ne? Dann, Das heißt also, du hast da auch manchmal gar keine Vorteile, durch dass du noch so jung aussiehst. Nee. Ja. Und wenn ich fragen darf, wie alt ist dein Kind? Der ist 15,5. Ah ja, okay. Ja. Ja. Und was würdest du sagen, Marco, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, also es ist jetzt in schon Natürlichkeit, also die Haare auch grau werden zu lassen. Mhm. Aber also sagst du, da ist wirklich ein großer Markt da oder wie verhält sich das bei dir in der Agentur? Nee. Nein, gar nicht. Ich habe jetzt gehört, in Holland soll das so sein, dass die weißhaarigen Models, die werden richtig gebucht. Genau, das habe ich auch gelesen. Ja, man hört und sieht immer so viel. Ich meine, es ist so, wir sind ja eine Agentur, die eine sehr, sehr große Client-Range haben, also ein großes Kundenspektrum einfach haben. Ne? Wir haben, glaube ich, 2.500 Kunden. Ne? Und natürlich gibt es immer wieder Leute, die jetzt sagen, okay, das ist etwas, was ich jetzt, da gehe ich den Trend mit. Und das, damit werbe ich auch für mich und meine Produkte und stelle mich als möglichst natürlich und nahbar auch da, es geht ja viel auch um Nahbarkeit und so, aber die großen Modebrands machen es jetzt auch nicht so mit. Das ist immer mal wieder vereinzelt, dass da mal jemand kommt. Das sind wirklich Trends und das ist mit der Diversity ja im Allgemeinen so, dass das einfach Trends sind, die nicht dauerhaft bleiben. So ist es in meinem Business einfach. Und warum glaubst du, ist das so? Also kannst du das sagen? Weil ich meine, die Gesellschaft auch in Deutschland, wir wissen das, also altert massiv. Es gibt Länder oder in Asien, Japan ist das so, das ist ein super hoher Anteil von alten Menschen in der Gesellschaft. Warum glaubst du, ist das so? Also ist das irgendwie so eine Sehnsucht nach der Jugend, die man da sehen will oder und will die Wahrheit nicht sehen oder? In der Diversity-Debatte, wenn du jetzt ältere Models buchst, dann willst du ja gerade ältere Models zeigen, dann willst du ja die Natürlichkeit zeigen. Ich denke, das ist so der Wunsch, das ist wie ähnlich wie beim Gendern auch, also möglichst alles möglichst demokratisch zu gestalten, sich möglichst offen und zu zeigen und eigentlich
gegen den vermeintlichen Schönheitswahnsinn an, sich neu zu positionieren. Nur das klappt irgendwie oft nicht. Und es ist auch eine etwas verlogene Debatte, muss man ganz ehrlich sagen. Weil im Endeffekt wünschen wir uns dann doch alle wieder auch wirklich schöne Menschen zu sehen und auch selber natürlich schön auszusehen, jung auszusehen. Das sind, glaube ich, so in uns liegende Triebe, die wir haben, und die werden sich auch nicht durch eine neue Form der Werbung jetzt verändern. Und die Models, die jetzt bei dir zum Beispiel in der Agentur sind, die Best Asia Models, sind das alles Models, die auch vorher schon gemodelt haben? Oder gibt es auch Models, die dann vielleicht erst durchstarten mit meinetwegen 50? Ja, also ich habe tatsächlich ein Model dabei, die ist mit 40 jetzt gestartet, etwas holperig, also das ist schon sehr spät. Die haben wir jetzt nochmal weiter aufgebaut und jetzt ist sie, finde ich, auch sehr erfolgreich damit, was sie tut. Und der Rest, das sind eben Leute auch wie Susanne, die früher auch schon mal gemodelt haben und die dann vielleicht nach einer Kindspause oder dann nochmal wieder neu durchgestartet sind. Und was macht das mit dir, Susanne, wenn du jetzt hörst, dass ja die Zeit sozusagen begrenzt ist, auch für Best-Ager-Models? Was macht das mit dir? Also, weil du hast ja schon, man hat ja wahrscheinlich schon irgendwie innerlich das Gefühl, oh, die Zeit läuft irgendwie ab, oder? Nö, also da habe ich eigentlich überhaupt kein Problem mit, dass ich so denke. Nee, also ich denke immer positiv, also ich... Nein, ich meinte auch nicht damit, also dass die Zeit an sich für Best Ager Models begrenzt ist, nur dass dieser Trend, dieser extreme Trend auch nach ganz viel Natürlichkeit, nach wirklich nach weißen Haaren, nach irgendwie fast der ungeschminkten Wahrheit, der wird auf jeden Fall nicht lange anhalten. Best Ager Models so in dem Sinne wird es immer geben, weil unsere Gesellschaft ja sowieso auch einfach von der demografischen Entwicklung immer älter wird. Und weil man tatsächlich auch gerade im Luxussegment vielen ganz jungen Mädchen das nicht abnimmt, dass sie sich das wirklich auch leisten können. Wenn wir jetzt eine große, luxuriöse Automarke zum Beispiel nehmen, würde ich dann wahrscheinlich auch eher eine Susanne buchen, wo man sagt, okay, die kann das auch wirklich fahren, das passt dazu, als wenn ich, dass ich da jetzt eine 19-Jährige reinsetze. Ne? Also das ist dann, ich glaube auch, dass das alles Trends sind. Glaubwürdigkeit. Das dann geht und kommt und... Mhm. Jetzt habe ich wieder gelesen, Entschuldigung, dass der Heroin-Schick wieder kommen soll. Ja. Habe ich jetzt wieder gelesen. Was Heroin-Schick, den wir in den 90er Jahren schon hatten, die Modelle, die so mit Augenrändern und... Ach so. Ja, war doch so in den 90er Jahren. Und was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Also ich weiß nicht, das geht auch wieder. Ja. Das kommt, das geht. Hast du es auch so in der, also durch deine Erfahrung? Ich meine, du ja, machst absolut, das ja jetzt wirklich schon eine lange Zeit. Absolut. Vielleicht kannst du da auch nochmal rückblickend sagen, Was sind so da die größten Unterschiede, die du da jetzt festmachst? Oder auch, wie begegnest du den Herausforderungen jetzt und ja im Gegensatz zu, wo du vielleicht Anfang 20 warst? Also man wird ja ab einem gewissen Alter ruhiger, ne? Das ist ja das Schöne und entspannter. Man sieht das auch alles entspannter. Also. Kann man das auch sein? Weil ich meine, die Jobs sind wahrscheinlich trotzdem genauso fordernd und du musst wahrscheinlich genauso viel oder absolut, sogar noch mehr absolut Bilder machen als früher. Ja, da bin ich auch Profi, ne? Und ich weiß auch, dass mit gut aussehen immer gepflegt zum Job und. Das ist mir auch wichtig, aber ich sehe, ja, mit dem Alter wird man echt entspannter. Das ist echt schön, dass man nicht mehr sagt, ich muss das jetzt und das war ja mit 20 so, ne? Und wenn ich das nicht kriege, dann, Gott, das ist alles ganz schlimm. Nee, also gar nicht. Okay, kannst du das auch so ein bisschen... Absolut. Das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, weil ich auch aus der Vergangenheit, weil ich einiges auch mit meinem Mann durchgemacht habe, mit der ganzen Branche, dass ich das alles entspannter sehe. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Dann kann man also sagen, dass auch im Model-Business irgendwie ein bisschen Entspanntheit am Ende doch mit reinkommt. Absolut, mit dem Alter und dass das nicht unbedingt was Negatives ist. Nein, überhaupt nicht. Ja. Schön, kommt ja immer auf die Ausstrahlung und die Persönlichkeit an. Ja. Ja, schön, dass du da warst, Susanne. Vielen danke, lieben Dank. Auch. Dir auch, Marco. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Gerne. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.